Willkommen im aktuellen Sportstudio. Die erste spannende Woche der Retro-Olympics mit dem Spiel Fortress of Fear ist vorbei. Mein Name ist Ander und wir schauen uns zusammen an, wer gewonnen hat, wer welche Punkte gewinnen konnte und vor allen Dingen, wer den Bonuspunkt ergattern konnte. Nach dem Intro geht's los. Vorweg noch einmal kurz das Punktesystem. Die Aufgabe war relativ einfach. Spiel Fortress of Fear auf den Gameboy und versuch so weit wie möglich zu kommen. Wenn es Gleichstand beim Levelfortschritt geben sollte, gibt der Punktestand den Aufschlag. Bonuspunkt gibt es für jeden, der den ersten Boss besiegt, ohne ein Leben zu verlieren. Gestartet habe ich höchstpersönlich diese Disziplin und ich hatte gleich im ersten Level einen kleinen Fehler gemacht und ein Leben verloren. Aber nicht weiter schlimm. Die Moral war noch nicht verloren. Der restliche Weg war super und auch der erste Boss konnte natürlich mit der richtigen Taktik problemlos besiegt werden. Im weiteren Verlauf konnte ich dann so einige extra Leben einsammeln und dann kam der Boss der zweiten Welt. Und der hat es tatsächlich in sich, da hier richtiges Timing gefragt ist. Nach diversen Fehlversuchen und verlorenen Leben ging es dann aber endlich in die dritte Welt. Dort zieht aber der Schwierigkeitsgrad nochmal extrem an. Mit Ach und Krach konnte das erste Level da bezwungen werden. Aber bei 3-1 war dann bei einer besonders kniffligen Sprungpassage leider Schluss. Fazit, Bonuspunkt für den ersten Boss Mitte Level 3-1 und einen respektablen Punktestand von 28.250. Am nächsten Tag startete der Remulator ins Rennen. Dieser ließ sich durch die respektable Vorleistung zum Glück nicht beeindrucken. Gleich am Anfang heimte er sogar das Extra-Leben ein, bei dem ich zu viel Schiss hatte, dieses zu erreichen. Aber nicht nur dieses Extra-Leben, sondern auch das zweite wurde gleich im ersten Level eingesackt und damit konnte das Konto mit einem guten Polster aufgefüllt werden. Aber das konnte natürlich auch beim ersten Boss mit rübergebracht werden und auch dieser wurde ohne ein weiteres Leben zu verlieren besiegt. Bonuspunkt für den Remulator. In der zweiten Welt wendet sich dir allerdings leider das Blatt. Bei einer sehr kniffligen Sprungpassage wurden einige Leben verschwendet, aber gerade noch so geschafft. Bei der nächsten sollte ihm jedoch das Glück leider verlassen. Game Over im Level 2.1 mit einer Punktzahl von 16.350, aktuell leider nur Platz 2. Dann stieg wohl der härteste Konkurrent mit in das Rennen. Der Waldemann, auch das Biest genannt. Auch der heimste sich gleich ordentlich Bonusleben im ersten Level ein und schnitt sich durch die Schlangenhorden dann im zweiten Level. Aber nicht nur das, auch bei den Bonusräumen war er immer sofort dabei. Ruckzuck ging es zum ersten Boss und auch der wurde natürlich mit Bravour besiegt, wobei hier eine interessante Strategie verwendet wurde. Bonuspunkt natürlich. Dann ging es aber in die zweite Welt mit einem guten Bonuslebenkonto. Selbst schwierige Passagen wurden hier mit Bravour gemeistert, wobei auch die schwereren Sprungpassagen kein Problem waren. Aber dann ging es zum Boss, wo ich ja schon meine Schwierigkeiten hatte. Macht der Waldemann, The Machine, das besser? Nicht perfekt, aber besser. Aber nun kommt Welt 3 und wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad hier wird noch einmal wesentlich schwerer. Und was soll ich sagen? Hier scheiterte Waldi an exakt derselben Stelle wie ich. Hier entscheidet also die Punktzahl. Es wurden 26.450 erreicht, also knapp 2.000 weniger als ich. Das gibt momentan einen respektablen zweiten Platz. Die ersten drei Runden sind also durch. Jetzt ist unser Klangkünstler Nordisch Sound dran. Für mich ist das Spiel neu und es gab so natürlich eine gewisse Eingewöhnungszeit in die Steuerung, was aber leider gleich zu einem Leben weniger führte. Auch der erste härtere Parcours im zweiten Level mit den Schlang- und Kanonenkugeln kam natürlich unerwartet. Trotzdem schaffte er es zum ersten Boss, was eine respektable Leistung für einen Neuling ist. Leider jedoch war die gigantische Fledermaus zu viel. Fazit, Level 1-3, kein Bonuspunkt und eine Punktzahl von 7.100. Aktuell letzter Platz, aber vielleicht nächstes Mal. Am Freitag traute sich dann Retro-Robby an das Spiel ran. Dieser hatte einen stabilen Start und konnte gleich im ersten Level extra Leben einheimsen, blieb aber nicht unverletzt. Dann im zweiten Level lauerten wieder die Schlangen, Kanonen und auch die Fledermäuse-Kombi auf ihn, was leider dann doch etwas zu viel war. Wo soll man ja auch zuerst drauf achten? Da kann man auch schnell überrollt werden. Wird er den Bonuspunkt bekommen? Leider nein, es fehlt einfach die richtige Strategie. Ende war dann im Level 2.0 an der bereits bekannten schwierigen Sprungpassage. Fazit, Level 2.0, kein Bonuspunkt und 14.300 Punkte. Der Kampf ging Samstag bei Screaming Pixel weiter. Dieser kennt sich besser als die anderen aus, versuchte sich gleich das versteckte Extra-Leben gleich am Anfang zu ergattern.
Leider ging es aber nach hinten los. Deswegen hatte ich ja es gar nicht erst versucht. Aber auch hier ging es weiter und im zweiten Level und zuerst wurden die Kanonen, Schlangen und Fledermäuse abgewehrt, aber zu einem sehr hohen Preis. Ein Leben ging verloren. Aber dann ging es natürlich zum Boss. Und hier fehlt allerdings die richtige Taktik und es wurde ein Leben verloren. Also kein Bonuspunkt an dieser Stelle. In der zweiten Welt wartet dann gleich die knifflige Sprungpassage, die schon so einigen anderen Probleme gemacht hatte. Wird er es schaffen? Leider nein. Fazit, Level 2.0, kein Bonuspunkt und ein Punktestand von 13.250. Es ist Sonntag. Der letzte Teilnehmer scheiterte, Knuppi. Hier ein absoluter Neuling in dem Spiel und leider merkte man das auch. Beim Start gab es schon eine längere Gewöhnungszeit an die etwas andere Steuerung und gleich beim ersten Sprung war ein Leben weg. Ist es schon das Ende? Leider ja, denn auch die anderen weiteren Sprungpassagen stellten quasi ein unüberwindbares Hindernis dar. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Fazit, Level 1.0, kein Bonuspunkt und ein Punktestand von 1450. Kommen wir nun zu der Siegerehrung. Wer hat wie viele Punkte gewonnen? Auf Platz 1 bin ich, der Retro Gaming Panda. Und das war ein echt knappes Rennen, aber die Punktezahl gab den Ausschlag. Zusammen mit dem Bonuspunkt gibt es 4 Punkte an dieser Stelle. Auf dem zweiten Platz landet die respektable Leistung vom Weidemann von Schroff gezockt. Zusammen mit dem Bonuspunkt gibt es hier 3 Punkte. Auf Platz 3 ist der Remulator. Level 2.1 zusammen mit dem Bonuspunkt ergeben hier 2 Punkte. Kleiner Hinweis, für die weiteren Plätze können Punkte nur dann eingeheimst werden, wenn der Bonuspunkt erreicht wurde. Auf Platz 4 ist der Retro-Robby, Level 2.0 und leider kein Bonuspunkt, daher keine Punkte für ihn. Auf Platz 5 landet Screaming Pixel, der genauso weit wie der Robby kam, allerdings weniger Punkte hatte. Bonuspunkt wurde auch hier leider nicht erreicht und daher hier auch 0 Punkte. Platz 6 ist Nordisch Sound, der kam bis Level 1.3, allerdings wurde der Boss nicht besiegt und so auch hier leider 0 Punkte. Auf Platz 7 landet dann der Knopi, der leider schon im ersten Level scheiterte und auch hier daher 0 Punkte. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch die ganzen anderen Beiträge doch in Gänze an und morgen startet eine neue Runde mit Striker auf dem Super Nintendo gleich beim Remulator. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch gefällt diese Aktion. Besucht natürlich gerne die anderen Kanäle, wie angesprochen, die Playlist und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Wochen weiterhin dabei. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben.